Spaghetti oder Pommes? Spaghetti mit Ketchup. Hast du schon mal einen Kumpel beschissen? Wodka Joker. Trinkspielchen mit David Cross und Frederik Lau, die sich gerade über den Weg gelaufen sind. Damit Prost und willkommen bei Kino Kino. Victor und Gary werden Freunde und kämpfen sich im Berliner Immobilienbusiness nach oben. Mit Lug und Betrug. Die Gier aufs Luxusleben ist ihr Antrieb. Es ist eine moderne Hochstaplergeschichte im Stile von Felix Krull. Eine Bankerin wird ihre Komplizin. Die Kreditsumme ist zu klein. Das lohnt sich nicht für mich. Es werden 6 Millionen sein. Sind eure Immobilien so viel wert? 20 Wohnungen für 300.000 Euro macht 6 Millionen. Betonrausch ist erst die zweite deutsche Spielfilmproduktion des US-Streamingdienstes Netflix. Zeitgleich mit der deutschen Premiere wird sie in aller Welt abrufbar sein. Und ich wollte quasi auch besonders viele Menschen erreichen. Und ich mag es natürlich auch, dass es global verfügbar ist. Auf einen Schlag. Also die Welt sieht halt deinen Film. Plötzlich weißt du ja, es muss nicht nur funktionieren in Aachen, sondern es muss auch funktionieren in Japan. Lässig und jung, dieses Image ist Netflix wichtig. Und so wollen auch der Film und seine Besetzung rüberkommen. Das Schöne ist, wenn du zum Set kommst und mit Freunden drehst, dann hast du auch keine Angst. Da gehst du hin und machst du dein Ding und hast deinen Spaß und machst dir auch ab und zu mal ein Bierchen auf, verstehst du? Genau. Und damit wir auch hier einen vernünftigen Film draus machen. Genau. Schon 2013 drehte Regisseur Junaid Kaya mit Frederik Lau. Kayas Spielfilmdebüt Uma erzählt von dicken Männerfreundschaften in Berlin-Neukölln. Donne Klemm, Mare Straße 41. Ja, bin ich, was ist? Antruntermann! Hey! Was? Kaya inszenierte auch 6 Folgen der Comedy-Serie Blockbusters mit dem Kölner Rapstar Echo Fresh. Abhängen, kiffen und rappen. Anarchischer Humor im Vorstadtmilieu. Ey, wenn du was brauchst, sag Bescheid. Drogen, Pillen, Pornos. Ich bin sein Mitbewohner, ich werde ihn pflegen. Er ist mein Goldesel. Hey, was ist denn eigentlich los? Ja, aber Blockbusters war ich sehr, sehr frei. Ja, Echo ist ein Freund von mir. Der hat mich angerufen, meinte, hast du Lust? Mitgemacht haben alle Rapper aus der Jugend. Ne? Und das musste ich dann machen. Freundesbande, Sex, Koks und Elektrobeats. Richtig tief steigt sein neuer Film zwar nicht ein ins Thema Spekulation und Wohnungsnot, aber Gier und Größenwahn zeigt er überzeugend. Auf diesem Planeten kann ich alles besorgen. Zu einem Preis, der so gering ist, dass wenn du es weiterverkaufst, wir schweinreich werden können, verstehst du? Was ich halt mag, ist die Ambivalenz der Figuren. Ne? Ich wollte quasi die Figuren beobachten, wie sie selber einen Moralkompass entwickeln und damit umgehen. Und quasi sich die Welt so machen, wie sie ihnen gefällt. Allzu tiefgründig ist Betonrausch nicht. Dafür kurzweilig und gut gespielt. Und passend für Streaming-Angebot eines Big Players. Denn was könnte internationaler sein als der Traum vom schnellen, großen Geld? Herzlich willkommen bei Victory und Falkland Berlin Immobilien. Herzlich willkommen! Am Tag 1 waren es 2 Menschen, danach 4 und danach 16. In 3 Monaten sind es 1 Milliarde. Darauf scheinen wir zuzusteuern. Ein Horrorszenario, wie es nur das Kino entwerfen kann? Die Parallelen zwischen mancher Filmfiktion und der Realität wirken zurzeit beängstigend echt. Geradezu prophetisch erscheint Steven Soderberghs Contagion von 2011. Virus- und Seuchenfilme sind wieder gefragt. Ja, wir leben ja gerade in einer Zeit, die ja, eigentlich wie in einem Endzeitfilm oder Seuchenfilm anmutet. Und da kommt einem dann ganz schnell der Gedanke, ups, jetzt kann es mich ja doch selber erwischen. Die Faszination des Grauens. Michael Ort sammelt Endzeit- und Horrorfilme und ist Leiter des Kurzfilmfestivals Landshut, das gerade krisenbedingt abgesagt wurde. Wobei es filmisch gesehen auch Krisengewinner gibt, wie Wolfgang Petersens Ebola-Thriller Outbreak. Die Stadt steht unter Quarantäne. Wir haben 19 Tote, 100 weitere sind infiziert. Es breitet sich aus wie ein Buschfeuer. DVDs des 25 Jahre alten Films werden im Moment zu Sammlerpreisen gehandelt. Die Figur von Dustin Hoffman ist weit weg von den nüchternen Seuchenbekämpfern unserer Zeit. Aber die überfüllten Krankenhausflure lassen frösteln. Viren, Epidemien und Pandemien gibt es ja schon immer. Also die Pest,
die Cholera oder die spanische Grippe. Man weiß ja ungefähr, wie das funktioniert. Und danach basteln natürlich die Hollywood-Drehbuchautoren ihre Stoffe. Nur behaupten ja mittlerweile böse Zungen, dass sich Hollywood besser um eine Pandemie gekümmert hat als die Regierungen dieser Welt und eigentlich weiter sind. New York, aktuell Corona-Hotspot, ist im Film immer wieder Schauplatz düsterer Visionen. Etwa in I Am Legend. Will Smith als Überlebender kämpft gegen die Folgen einer Epidemie, die Menschen zu Zombies gemacht hat. Hör zu, ich kann euch retten! Ich kann euch helfen! Ihr seid krank und ich kann euch helfen! Im Klassiker Das Ding aus einer anderen Welt kommt das Horrorvirus direkt aus dem All. Was fasziniert Menschen an finsteren Filmen, wenn die Welt um sie herum ohnehin bereits brennt? Ich denke schon, dass in Zeiten von Krisen die Zuschauer und Zuschauerinnen gerne Filme anschauen, in denen es eigentlich dann noch schlimmer ist als im eigenen und realen Leben. Man kann sich dann dabei überlegen, ja, jetzt wird es vielleicht dann doch nicht so schlimm, weil dort in diesen Szenarien geht es eigentlich noch weiter. Wie in Der Schacht, einem Grusler über ein Gefängnis der sadistischen Art, der bei Netflix hoch im Kurs steht. Ob er auch so gefragt gewesen wäre ohne die aktuelle Zuhausebleib-Situation? Warum hast du das getan? Warum hast du das getan? Vereinsamung auf die Spitze getrieben. Zu erleben auch bei Willem Dafoe und Robert Pattinson im Heimkinostart von Der Leuchtturm. Ein Duell mit Wut und Wahnsinn und Bildern wie zu alten Seefahrerzeiten. Die Menschen haben sich schon seit jeher gerne Schreck- und Gruselgeschichten erzählt, Schauergeschichten, früher am Lagerfeuer, dann später in der Literatur, im Kino, im Film, in den neuen Medien. Und dann kann ich mich natürlich noch mit den Protagonisten und mit den Helden identifizieren und sagen, ja, bei denen ist zwar auch schlimm und ich werde es dann auch schaffen. Matt Damon als verzweifelter Vater. Jory, nicht anfassen. Zieh deine Handschuhe aus. Wir fühlen mit den Protagonisten aus Contagion mit. Auch wenn das Chaos so weit wie hier bei uns bislang nicht geht und wir noch sagen können, es ist ja nur ein Film. Und das gibt's neu fürs Heimkino. Ich kann mich in den Ferien nicht um dich kümmern, also fährst du zu deinem Vater nach Saint-Romand. Hier ist ja überhaupt nichts los. Doch das ändert sich. Denn Thomas hilft seinem Vater, der ein leidenschaftlicher Tierschützer ist, unabsichtlich bei einem Experiment. Ich hoffe, es ist nicht schlimm. Nicht schlimm, aber was Ernstes. Wir werden Eltern. Und aus Thomas wird der Junge und die Wildgänse. Er reist sogar nach Norwegen, um dort verwaisten Junggänsen den Weg nach Frankreich zu weisen. Aber dort geht alles schief. Und Thomas bricht allein auf zu einem waghalsigen Flugabenteuer. Dieser Film nach einer wahren Geschichte kommt etwas schwer in Gang. Dafür gibt es in der zweiten Hälfte Spannung und großartige Landschaftsaufnahmen, die sich im Moment leider nicht auf der großen Leinwand entfalten können. Deshalb ist es nettes Familienkino für zu Hause. Ich bin der König und kann machen, was ich will. Ga, 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 wow. Is it from America? I went to school in the UK for many years. I'm in New York. New York. I always wanted to visit New York. It's a very beautiful city. Yeah, it's very beautiful. Question. Do you know about my grandma's condition? Ihr zwei, was redet ihr? Oh, nein, er hat in London studiert. Deswegen sprechen wir Englisch. Wirklich? Sind Sie verheiratet? Besuch bei der Oma in China. Eigentlich geht es um eine Hochzeit. Aber das ist nur ein Vorwand, um Enkelin Billy aus den USA anreisen zu lassen. Deine Nainai stirbt. Sie weiß es nicht. Deshalb darfst du ihr nichts sagen. Die Familie findet es besser so. Wieso ist das besser? Weil man bei uns in China sagt, wer Krebs hat, muss sowieso sterben. So trifft sich also die Familie zum großen Abschied. Aber die Großmutter steckt alle mit ihrer Lebensfreude an. The Farewell ist eine Tragikomödie, erfrischend selbstironisch und voller Herzlichkeit. Sie gehört zu den Überraschungen des vergangenen Kinojahres und gewann sogar einen Golden Globe. Besser, viel besser, viel besser. So, mit den Armen. Noch viel wilder. Nachschub für Star Wars-Fans. Mit der neuen Serie The Mandalorian über einen geheimnisvollen Kopfgeldjäger setzt der Streaming-Dienst Disney Plus auf das, was sich bewährt hat.
aufs ewige Weiterspinnen eines erfolgreichen Grundkonzepts. Der entscheidende Moment ist sowas wie Star Wars, der weiße Hai. Also die Geburt des echten Blockbusters, des großen Hollywood-Blockbusters, den ich versuche jedes Jahr zu wiederholen oder fortzusetzen. Ob das daran liegt, weil Leute zu was zurückkehren wollen und sich nicht jedes Mal von Neuem auf eine Geschichte einlassen wollen. Das andere ist natürlich auch dieses Interesse, speziell bei sowas wie Star Wars, diese Welt weiter zu erkunden. Als künstlerischer Leiter des Münchner Seriencamp-Festivals kennt Gerhard Meyer das boomende Seriengeschäft, zu dem nun auch The Mandalorian gehört. Mit Regisseur Werner Herzog in einer Schurkenrolle. What else did he say? He said you were the best in the parsec. Auf etablierte Marken zu setzen gilt als finanziell sicher. Der Vorteil des Star Wars Kosmos, seine endlosen Möglichkeiten. Also das ist einfach so eine Welt, speziell der erste Star Wars Film, der macht so viele Andeutungen, so viele Türen auf, durch die wir nie durchschreiten dürfen. Und ich glaube, das ist für Leute bis heute dieser große Reiz, dass es so eine riesige Welt ist, die in sich schlüssig ist, aber wir sehen immer nur so einen kleinen Ausschnitt davon. Star Wars Erfinder George Lucas verdient weiter an den Ablegern, die Maschinerie ausspuckt, die vor 8 Jahren an Disney verkauft wurde. Die Marke zählt. Und eine Serie aus einem Film zu machen, scheint lukrativ. Das, glaube ich, gilt speziell bei sowas wie Das Boot oder jetzt Name der Rose oder was da alles kommt, Das Parfum. Ich glaube, das gilt für jede von diesen Serien, dass es da einfach darum geht, das macht einfach unheimlich schnell sehr viele Türen auf, weil Leute sofort ein Bild vor Augen haben. Für die aktuelle Serie Das Boot wurde der Titel des Kultfilms 1:1 übernommen. Obwohl die neue Produktion nichts mit dem Original verbindet, außer dem Setting. Man hat eine Marke, auf die man sich berufen kann. Also der Film ist bekannt bei Leuten, die im Filmgeschäft tätig sind. Dieses U-Boot-Krieg zwischen England und Deutschland im Zweiten Weltkrieg evoziert sofort ein Bild, mit dem jeder was anfangen kann. Darf ich fragen, worum es bei dieser Mission genau geht? Für den Moment müssen Sie nur wissen, dass Sie die Fracht am vereinbarten Ort abzuliefern haben. Hier sind die Details und die Karten. Ich muss Sie doch bitten, das Siegel erst zu brechen und die Order zu öffnen, wenn Sie 20 Grad West erreicht haben. Serien, die auf erfolgreichen Filmen beruhen, sind nicht neu. So wie bei Comics, Büchern oder Telenovelas. Der Markt setzte schon immer auf Wiederholung. Aber erst die digitalen Verbreitungswege von heute erlauben permanente Verfügbarkeit der filmischen Inhalte weltweit. Was auch deutsche Produzenten nutzen. Wenn man sich darauf aber konzentriert, sehen Sie ja, dass diese großen Brands extrem gut funktionieren können. Und zwar egal, ob das Kino oder Fernsehen ist. Wir haben das mit Parfum beispielsweise gerade gemacht oder für Netflix. Jetzt machen wir es für Amazon mit Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Also, dass man schon probiert, man nimmt die bekannte Marke, die auch aus dem Kino bekannt war, und transferiert sie. Sie können sie nicht nur einfach gleich nochmal erzählen. Das langweilt die Leute. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo also neu. Der Grund? Über 3 Millionen verkaufte Bücher und Anfang der 80er fast 5 Millionen Kinobesucher. Das gleiche Modell beim Parfum. Vor wem haben Sie am meisten Angst? Nach dem Kinofilm zum Bestseller kam die Serie in der Verwertungskette. Staffel 2 ist schon in Auftrag. Ich freue mich natürlich persönlich am meisten, wenn jemand mit einer komplett originären, noch nie dagewesenen Idee oder was Frischem kommt. Aber das ist halt doch eher selten. Die Serie zum Film, sie ist ein internationales Phänomen. Aber auch hier gilt, es braucht gute Drehbücher und originelle Ideen. Die Marke allein reicht nicht.